Hey, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute ist Tag 8 von dieser Minimalismus-Serie und wir sortieren heute zusammen eine persönliche Kategorie aus. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was soll persönliche Kategorie bedeuten? Und mir war es einfach für diese Minimalismus-Serie wichtig, dass wir gegen Ende, morgen haben wir ja noch einen Aussortiertag mit sentimentalen Gegenständen, aber dass wir einfach gegen Ende nochmal einen Tag haben, der eigentlich komplett freigestellt ist. Ich nenne das einfach nur persönliche Kategorie, weil es bei jedem unterschiedlich ist, was jetzt genau heute aussortiert wird. Heute sind also die Dinge dran, die in dieser Woche noch überhaupt nicht vorkommen. Das sind vor allem Sachen, die mit euren Hobbys zu tun haben. Zum Beispiel können das Kreativsachen sein. Vielleicht habt ihr viel Wolle zum Stricken oder Häkeln oder Malsachen oder Sachen für Musikinstrumente. Vielleicht habt ihr eine Werkstatt und habt dort alle möglichen Materialien, Farben, Holz, Werkzeuge. Oder vielleicht gärtnert ihr gern und habt super viele Samen zu Hause oder irgendwelches Gartenzubehör, was ihr aber vielleicht gar nicht so viel nutzt. Also da könnt ihr heute einmal kurz überlegen, was ist eine Kategorie, wo ihr relativ viele Dinge habt, wo ihr heute mal ordentlich durchsortieren könnt, wo ihr vielleicht Dinge habt, die ihr nicht ganz so regelmäßig nutzt. Ja, und bei mir werden das heute auf jeden Fall Hobbygegenstände sein, also vor allem so Kreativzeug, Sachen zum Malen, zum Häkeln. Unsere Gesellschaftsspiele werde ich ebenfalls heute einmal durchgehen. Und die Hundekiste, also Sasus Sachen, werde ich heute auch noch einmal aussortieren. Also bei mir ist es so ein bisschen kunterbunt gemischt von verschiedenen Bereichen. Und ich freue mich sehr aufs heutige Aussortieren. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Wir starten erstmal hier oben. Hier sind unsere Gesellschaftsspiele. Die hole ich jetzt einmal schnell runter. Okay, also, ich habe schon so ein paar Spiele im Kopf, die ich auf jeden Fall nicht mehr behalten möchte. Ich bin ja, was Brettspiele angeht, eigentlich noch so ein totaler Anfänger. Also ich kenne eigentlich nur so die Basic-Spiele, die so ziemlich jeder kennt. Und in den letzten Jahren habe ich mir so ein paar Spiele noch zusätzlich angeschafft, weil ich einfach total gerne Spiele spiele. Und da wollte ich auch einfach ein paar mehr Spiele zu Hause haben. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich noch zwei Spiele drüben im anderen Zimmer habe, aber die hole ich jetzt nicht dazu, weil die möchte ich sowieso behalten. Ja, gut. Schauen wir mal durch. Also dieses Therapy Game, das ist eigentlich kein richtiges Spiel. Also das ist so ein Gesprächsspiel. Das bleibt auf jeden Fall. Was auf jeden Fall wegkommt, ist das Carcassonne. Das haben wir vor kurzem nochmal gespielt. Und das war mir einfach ein bisschen zu langwierig. Also ich mag lieber Spiele, wo so ein bisschen mehr Action ist. Was bleibt, sind meine Puzzle. Da habe ich zwei von den Villa Wunst Puzzlen. Und dann noch dieses eine hier unten. Die behalte ich auf jeden Fall. Was ich ebenfalls behalte, ist das Sky, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Bei diesen beiden Spielen hier bin ich mir nicht sicher. Und zwar einmal nochmal so gut. Das hatte ich mir gekauft, nachdem ich das bei einer Freundin gespielt hatte. Und ich fand das eigentlich ganz lustig. Das ist so ein Würfel- und Ankreuzspiel. Aber es ist halt auch nicht so wirklich aufregend, sage ich mal. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich tue das mal auf einen Vielleicht-Stapel. Das würde ich ganz gerne noch einmal ausprobieren, bevor ich das entscheide. Und das Gleiche gilt auch für das hier, Tampel. Das hatte ich mir hier in einem Spieleladen gekauft, weil ich einfach auch die Verpackung total ansprechend fand. Und es wirkte wie so eine noch mal ein bisschen interessantere Art von Jenga. Man hat hier ebenfalls solche Holzsteine, aber man baut die nicht einfach zu so einem Turm, wie man das halt bei Jenga macht, sondern man würfelt. Und je nachdem, wie man würfelt, muss man die Steine dann unterschiedlich hinlegen. Und das Ziel ist quasi dann, dass so ein total schiefer Turm entsteht. Und wenn er dann umfällt, dann hat man natürlich verloren. Dann gibt es hier noch solche Steinchen, die das Ganze nochmal so ein bisschen komplizierter machen. Und so von der Beschreibung her fand ich, das hat sich eigentlich richtig gut angehört. Aber irgendwie war es überhaupt nicht schwierig. Ja, also ich weiß nicht, das ist vielleicht eher was, was man mit Kindern spielt oder mit Menschen, die so überhaupt keine ruhige Hand haben. Also ich meine, meine Hände sind ja auch schon total zittrig. Aber ja, trotzdem war das Spiel einfach nicht wirklich schwierig. Aber ich würde es auch gerne noch einmal ausprobieren. Was ich behalte, ist das Animal Crossing Monopoly. Das haben wir leider tatsächlich noch nicht ein einziges Mal gespielt. Das habe ich vorletztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Wir haben das noch nicht gespielt, weil es auf Französisch ist. Und ich bin die Einzige hier, die Französisch versteht. Ich wollte das Spiel aber trotzdem nicht wegtun, verkaufen, sondern ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die ganzen kleinen Kärtchen mal zu übersetzen. Die Texte sind ja jetzt auch nicht wirklich schwer.
Aber irgendwie kam ich da noch nicht zu. Und jetzt vor ein paar Monaten habe ich das Spiel schon mal so ein bisschen vorbereitet und habe mir so Boxen gekauft und die ganzen Spielsteine hier sortiert und so. Also ist das Spiel jetzt eigentlich schon fast bereit zum Spielen. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Kärtchen. Ja, hoffentlich komme ich da demnächst mal irgendwann zu, weil ich finde, das ist auch ein echt cooles Spiel. Das ist nicht so wie das normale Monopoly. Es ist ein bisschen anders. Nicht ganz so kapitalistisch. Ist ein bisschen süßer. Halt ein bisschen wie Animal Crossing. Ja, das bleibt auf jeden Fall. So, und in diesem Karton hier haben wir unsere Kartenspiele drin. Schauen wir mal. Also wir haben, wie gesagt, in letzter Zeit halt ein paar Spiele gekauft. Wir haben jetzt noch nicht alles davon ausprobiert. Stadtland Vollpfosten und Gesprächskarten bleiben auf jeden Fall. Wizards bleibt auch auf jeden Fall. Das mögen wir richtig gerne. Uno geht auch immer ganz gut. Dann habe ich hier eine Packung Blue Stories. Die habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten einfach auf der Straße gefunden. Also in so einer zu verschenken Ecke. Finde ich auch ganz cool. Phase 10 haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Das haben wir erst zu Weihnachten so etwa gekauft. Und dann haben wir hier das What Do You Meme. Das hatte ich im Oxfam gekauft. Das war einfach... Ja, habe ich gesehen und dachte mir, cool, ich mag Memes. Ein Kartenspiel mit Memes passt. Allerdings ist das nur die Erweiterungspackung und ich glaube nicht, dass ich mir das Originalspiel kaufen werde. Allein das erste Bild, oh mein Gott. Ich finde die Spielidee eigentlich richtig cool, aber ich glaube, es ist mir auch zu wenig Action. Und das meiste ist dann so halt, haha, ha, so, das war jetzt ein bisschen lustig, aber ich lache mich jetzt nicht voll kaputt. Deswegen, ja. Das sortiere ich wieder aus und mit auf den Flohmarkt. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass alle Kartenspiele hier reinpassen. Das hat nämlich vorher nicht reingepasst. Und es passt! Juhu! Perfekt! Die räume ich schon mal wieder aufs Regal. Ich finde ja die Villa Wunst-Puzzle total cool, aber die Verpackung ist irgendwie mega blöd. Die hier ist auch schon richtig kaputt. Die ist auch schon so ein bisschen kaputt bei mir angekommen. Also ich habe das gebraucht gekauft. Aber da muss ich auch mal irgendwie nach einer anderen Schachtel suchen. Ich stelle die jetzt erstmal auf Seite. Also, die zwei Vielleicht-Spiele. Eigentlich finde ich so ein Spiel, das sollte ja richtig Spaß machen und nicht nur so lala sein. Und ich glaube, da gibt es einfach Spiele, die mir mehr Spaß machen als jetzt dieses Würfelspiel hier. Ich glaube, das sortiere ich aus. So, und das Tampel. Finde ich, wie gesagt, eigentlich cool, nur irgendwie ein bisschen zu einfach. Vielleicht könnte man das noch irgendwie schwieriger machen. Also wie gesagt, was ich eigentlich am Anfang sagen wollte, ich bin noch so ein totaler Anfänger, was Brettspiele angeht. Also wir haben zwar früher immer schon Brettspiele gespielt, auch in der Familie, aber ja, halt eher so Basics. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich erst so ein paar mehr Spiele kennengelernt und ich bin eigentlich gerade erst dabei herauszufinden, welche Spiele ich mag und welche eher nicht. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich so langwierige Strategiespiele nicht so cool finde. Deswegen habe ich jetzt ein paar Spiele gekauft, die mir am Ende doch nicht so gut gefallen haben. Die habe ich halt einmal irgendwo ausprobiert und dachte mir dann, ja, das könnte ich öfters spielen, aber habe dann doch nicht so gerne dazu gegriffen. Und ich finde es jetzt aber gerade auch total schwer, nicht bei jedem Spiel, was ich irgendwo spiele, und es cool finde, das direkt zu kaufen, weil ich mir denke, oh ja, das können wir immer spielen. Deswegen versuche ich jetzt gerade eher öfters bei Freunden Spiele erstmal auszuprobieren oder im Spielecafé oder Spiele in der Bibliothek auszuleihen und die mehrmals zu testen, bevor ich sie dann kaufe, damit ich nicht mehr solche Fehlkäufe mache. Ja, aber das Tampel, das werde ich jetzt erstmal noch behalten. Das müssen wir in nächster Zeit einfach nochmal ausprobieren. Das haben wir jetzt auch echt lange nicht mehr gespielt. Da ist ganz schön Fettstaub drauf. Und bis dahin darf es wieder aufs Regal. Diese drei Spiele hier kommen also jetzt weg. Und ich mache direkt weiter mit Sasus Sachen. Die sind hier unten in der Sitzbank. Da sind vor allem sehr, sehr viele Kuscheltiere. Ich habe vor kurzem schon mal ein paar weggetan, weil es einfach zu viel ist. Wir kriegen auch immer wieder welche geschenkt. Und ja, ich muss sie dann immer reparieren, wenn die kaputt gehen. Und es ist einfach sehr viel.
Und das macht dann immer ein bisschen Arbeit. Ist jetzt nicht extrem viel, aber ich würde jetzt einfach die, die immer extrem schnell kaputt gehen, wegtun, falls hier noch welche da. Oh, den Pulli hat Sasu auch zu Weihnachten bekommen, aber der passt ihm leider nicht. Der ist an den Schultern viel zu eng. Ich merke auch gerade, dass ich ein paar von meinen Sachen mit in diese Kiste reingeschmissen habe. Hier sind ein paar Nähsachen mit dabei. So, schauen wir mal durch. Also, was auf jeden Fall bleibt, ist dieses Ziehseil. Das liebt er total. Meine Nähsachen tue ich mal auf Seite. Dazu kommen wir dann gleich. Diesen Ball mag er total. Der bleibt auch. Das hier ist auch so sein Lieblingstier. Dieser Elefant, der ist sehr stabil. Der darf bleiben. Die Kuscheltiere können wir alle behalten. Ich habe, wie gesagt, letztens schon welche weggetan. Die, die jetzt noch hier sind, die sind eigentlich alle ganz in Ordnung. Die gehen nicht so super schnell kaputt. So, was haben wir hier drin? Oh, Knöpfe. Und ein Armed Angels-Logo von der Jeans. Okay, das sind Nähsachen. Eine Nagelfeile, mit der ich mal dachte, ich könnte Sasu die Krallen feilen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, aber manchmal stehen da so Ecken ab und es stört ihn dann total. Aber er hat mich da nicht dran gelassen. Klicker behalte ich mal. Zeckenzange genauso. Zeckenkarte. Die könnte eigentlich mal in mein Portemonnaie rein. Von diesen Zahnputzdingern haben wir irgendwie viel zu viel. Hier drüben liegt noch eins und im Badezimmer ist noch eins. Tue ich jetzt weg. Die Beutel hier behalten wir natürlich. Die brauchen wir auch, aber die tue ich jetzt gleich mal rüber. Okay, da ist jetzt eigentlich fast gar nichts weggekommen. Das Einzige, wo ich jetzt noch am Überlegen bin, sind diese zwei Bürsten. Sasu hat ja sehr kurzes Fell. Und ich habe schon verschiedene Bürsten ausprobiert, aber keine hat mir bisher so richtig gut gefallen. Ich teste die gleich nochmal an ihm. Also irgendwie bleiben die Haare nicht da dran hängen. Wenn ich ihn ganz normal streiche, dann verliert er schon ein paar Haare. Also er haart nicht extrem, aber schon ein bisschen. Und manchmal möchte ich ihn schon bürsten zu den Zeiten, wo er halt mehr Haare verliert. Und als letztes habe ich mir jetzt diese hier gekauft. Das ist eigentlich so eine Welpbürste und ich dachte, die wäre besser, aber irgendwie funktioniert die auch nicht so wirklich. Ich probiere die gleich nochmal aus, aber ich glaube, die kommen auch beide weg. Was ebenfalls wegkommt, fürchte ich probiere es gleich nochmal ihm anzuziehen, aber ich glaube, es passt ihm nicht, ist dieser Weihnachtspullover, da der einfach zu klein ist. Finde ich sehr schade, weil ich finde ihn eigentlich sehr, sehr hübsch. Für alle, die jetzt irgendwie denken, muss ein Hund wirklich einen Pullover anziehen? Sasu mag das wirklich gerne und ihm ist immer kalt, wenn er im Winter keinen Pullover anhat. Dann machen wir weiter mit den Nähsachen. Ich hole mir gerade noch die übrigen, die ich da drüben bei der Nähmaschine stehen habe. Das ist jetzt alles nur Kleinkram. Also ich habe unterm Bett noch so ein paar Stoffe. Da weiß ich aber, dass ich die alle behalte. Das habe ich auch vor kurzem erst aussortiert, deswegen muss ich da jetzt nicht nochmal durchgehen. Okay, also hier in der Kiste sind einfach so ein paar Garne. Dann habe ich hier eine Rolle Washi-Tape, das brauche ich auch ab und zu mal. Okay, was aber auf jeden Fall weg kann, ist dieser Kreidestift. Der ist einfach nur schlecht. Diese Rolle hier bleibt auch, daraus habe ich Sasus Geschirr und seine Leine gemacht. Dann habe ich hier noch so ein paar Stoffreste, die aber auch noch gut zu gebrauchen sind. Und dieses Ding hier kommt jetzt weg. Das ist so eine Blume, wo Nähnadeln drin sind, also so zum Nähen von Hand. Und ich habe irgendwo, genau hier, noch so eins, das habe ich mir vor kurzem gekauft, weil mir fast alle Nadeln von dem hier kaputt gegangen sind. Ich werde die übrigen jetzt mal noch da mit reinpacken und das hier kommt dann weg. Außer die, von denen ich jetzt sehe, dass die jetzt schon total schief sind, die kommen ebenfalls weg. Oh, dieses Gurtband, das war voll der Fehlkauf. Irgendwie, was war nochmal der Fehler? Achso, das ist viel zu breit. Das wollte ich eigentlich auch für Sasus Geschirr benutzen. So sieht das Ganze aus. Ein bisschen fancy. Ich kann damit gar nichts anfangen. Also um das für irgendwas von mir zu benutzen, ist mir das ein bisschen zu kitschig. Und auch diese braune Farbe finde ich jetzt einfach nicht so schön. Sieht irgendwie aus wie ein Gitarrengurt. Ich glaube, das kann ich nicht gebrauchen. Das kommt weg. Okay, dann habe ich hier Schnipsel. Wieso habe ich diese Schnipsel aufbewahrt? Stoffschnipsel. Die können alle weg. Ein Träger, der dann doch nicht so richtig funktioniert hat. Das waren hier meine ersten Experimente, die ich auch gefilmt hatte. Kann alles weg. Diese zwei Garne in Farben, die ich sowieso niemals benutze, können ebenfalls weg. Auch das Braun, das könnte ich noch behalten, aber das Pink kann weg. Orange kann ebenfalls weg. Es sammelt sich ja schon einiges an. Ich habe die Sachen jetzt einfach so ein bisschen neu sortiert. Hier habe ich alle Garne, dann so ein paar Stoffreste.
und Bänder und hier sind alle Hilfsmittel, Knöpfe, Klammern, Nadeln und so weiter. Dann habe ich mir vor einiger Zeit so ein Set zum Sticken gekauft, also Stickfäden und Sticknadeln. Kam ich bisher noch nicht zu. Das würde ich aber eher zu meinen Häkelsachen tun, als hier zu den Nähsachen. Und dann habe ich noch diesen Karton hier, in dem ebenfalls Nähsachen drin sind. Hier sind so jede Menge Stoffreste. Das ist noch der Rest von Sasus erstem Geschirr. Und dann habe ich mir noch eine Rolle gekauft mit rotem, weil ich ihm auch noch ein rotes Geschirr machen wollte. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht schlecht und ich werde das auch noch machen. Aber diese Art der Aufbewahrung ist einfach gar nicht gut. Also der Karton kommt weg und die Bänder tue ich zu den anderen Stoffen. Auch die Polsterstoffe, die ich jetzt noch hier habe. Ich habe roten Polsterstoff. Ich habe recht viel von diesem grauen. Vielleicht fällt mir da auch noch irgendwas anderes ein, was ich damit machen kann. Und von dem grünen habe ich auch noch so ein bisschen übrig. Das kommt zu meinen anderen Stoffen. Diese kleinen Stoffe hier ebenfalls, genauso wie der. Eigentlich kann ich dann die anderen auch mit dazu tun. Dann habe ich alle Stoffe an einem Platz. Das macht doch am meisten Sinn, oder? Das Band kommt dann auch mit dazu. Ja, das gefällt mir ganz gut. Dann kann ich den Reißverschluss hier reintun. Ich habe irgendwo noch mehr. Irgendwo sind noch so Reißverschlussbänder. Die werden mir bestimmt auch noch begegnen. Und ich glaube, diese anderen Stofffetzen, die ich mal aus so einer zu verschenken Kiste mitgenommen habe, die tue ich jetzt weg. Das sind immer so plötzliche Ideen, die ich irgendwie habe. So, oh ja, da kann ich irgendwas draus machen. Ich weiß nur noch nicht was. Und dann kommt aber nicht dieser Moment, wo mir einfällt, was ich daraus machen kann. Das könnte man vielleicht für so Scrunchies benutzen. Für Kinder. Das sind halt so Kindermotive. Pferde. Ich glaube, ich hatte auch einen mit Dinos. Der war cool. Ja, hier mit Dinos. Na, doch. Okay, ich behalte nur diese etwas größeren, aber die kleinen tue ich alle weg. Das war's auch schon mit den Nähsachen. Meine erste Kiste sieht jetzt so aus. Also ist sehr viel leerer als vorher. Vorher waren die alle beide randvoll. Und die zweite sieht so aus. Hier habe ich jetzt auch noch die Sachen reinbekommen, die ich noch hier in Sasus Kiste aufbewahrt hatte. Dann räume ich das mal alles wieder ein und zeige euch gleich, was weggekommen ist. Okay, ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Ich habe gerade nur einmal kurz Sasus Schulter gebürstet und das kam dabei raus. Die Bürste ist richtig gut. Die hier bringt gar nichts. Also die kommt weg. Die behalte ich. Hier im Esszimmer bin ich jetzt fertig und das sind die Sachen, die jetzt wegkommen. Wir haben hier einen Gefrierbeutel, einfach so ein bisschen Müll, eine Nagelfeile, Hundezahnbürsten, drei Spiele, Nähsachen. Da sind ein paar verschiedene Sachen dabei. Einmal hier so dieses Nadelding, ein bisschen Garn, dieser Stift, ein, wie nennt man das nochmal? Gurtband, Dekoband. Dann kommen außerdem diese Stoffreste weg, dieser Karton hier. Der Pullover kommt leider auch weg, obwohl ich den super, super süß finde. Und der fühlt sich auch echt gut an. Aber ja, passt ihm einfach nicht. Ich habe es gerade nochmal probiert. Und die Bürste hier kommt ebenfalls weg. Und jetzt gehen wir noch kurz rüber ins Schlafzimmer, da habe ich auch noch eine Ecke. Kleiner Outfitwechsel. Fragt mich nicht, was mir dazwischen gekommen ist. Ich weiß nicht mehr, wieso ich an dem Tag nicht weitergefilmt habe. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade eben noch hier meine Hobbykiste im Schlafzimmer durchgegangen. Und von dieser Kiste kommt nichts weg. Da sind einfach nur Garne drin, also so Wolle zum Häkeln. Außerdem auch noch mein Aquarellmalkasten und auch noch Makramee-Garn. Aber das sind alles Sachen, die ich benutze, deswegen behalte ich die alle. Ja, das war's jetzt also für das heutige Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch heute auch wieder ganz viel Spaß beim Aussortieren. Morgen ist dann auch schon der letzte Aussortiertag. Dann geht es um die sentimentalen Dinge. Und dann wünsche ich euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!